Nehmen wir schon Startaufstellung. Ich sehe hier einige 88er um mich herum. Such den Windsack, glaube ich. Ich sehe hier nur das T. Ah, da ist wieder ein Windsack. Ich bin direkt anscheinend daneben gespawnt. Da ist also Windsack. Karaya, kannst du noch einen Track-Video aufnehmen? Geht das? Also ich nehme das normale Video auf Track. Nebenbei möchte ich ungern aufnehmen. Ja, verstehe ich. Warte mal, ich frage mal bei den Jägern, vielleicht ist da noch jemand. Jäger, ist bei euch jemand, der noch einen Track, so einen Ingame-Track aufnehmen kann? Ja, läuft schon. Na, Horido. Die Königin Sieht ist einer von dabei. euch die gelben Schilder? Hab hier eine 110, die anrollt. Aber wo steht ein Pylon? Wieder mit weißem Engel. Emil. Vergesst die Kühler nicht als kleinen Tipp. Sie keine Startbahn. Nee, ich habe die Kühler immer dabei. Vielleicht ist hier gar keine. Nee, Hier ist gibt's keine. Taxi-Way? Nee, gibt's keine. Ich glaube, wir müssen Müssen einfach mitten durchs Feld. wo sammeln wir uns bitte, Pylon, auf welchem Ende des Platzes? Am Windsack. Ja, am Windsack, da stehen wir eh schon, glaube ich, zu Der fünft ist oder wo? was. Ich bin ganz am anderen Ende, ich bin hier bei den Jägern. Der ist wahrscheinlich im Westen, oder? Im Nordwesten, sowas. Ja, genau. Wie keine Strafe lassen das. Ja, der ist im Nordwesten, wenn du schaust. Jo. Da sind etliche Hangars auch in der Gegend. Ich habe mit meiner Juhe volle Bombenlast dabei. Sehr schön am Walle. Oh ja, das sammeln sie alle wunderbar. Naja, da gehe ich erstmal eine rauchen, das dauert ja noch eine Weile, bis sie alle angetrudelt kommen. Ich schätze mal, die Startbahn ist hier zwischen durch, hier zwischen den Hangars und allem, ne? Ja, das ist ja kurz vor. Es steht aber noch sehr ungeordnet alle, oder? Ja, ich versuche halt, ich nehme es am Dienstag Aufstellung. Sind hier übrigens nicht ganz ungefährdet. So Blennies sind dann doch immer ganz gern unterwegs und bombardieren die Flugfelder im Hinterland eben auch Bombos. Du wolltest gerade durch die zwischen den Hangars durch, oder? Dugi. Ja, auf euch zu, mehr oder weniger. Mach jetzt aber mal Ja. einen Machst jetzt gerade eine Linksdrehung, Schwenker. oder? Rechts, genau. Ich schätze mal, das ist auf der Stadtbahn hier alles zwischen den Hangars, ne? Ich roll gerade hier zwischen 209ern durch. Hinter dir kommt auch noch eine Junkers angerollt. Okay.
gelber Totenkopf. Ja, das bin ich. So, Karaja bereit. Kran bereit. Kran ist bereit. Könnt ihr mich gerade hören? Ja. Einer von uns rollt ganz, ganz langsam vor. Wer ist das? Haut doch mal die Jocks rein, wenn ihr nicht in uns reinrauschen wollt. Also Porridge 90% Klappen auf, Spornrad fest schnurren, Trimmung. Dann die EMA ein bisschen vor und ich weiß nämlich jetzt nicht, wie man die Dinger anmacht, die... Die Festsetzkeile oder was? Ja, das weiß ich, ne? Ja, dann musst du halt die ganze Zeit die Bremse ziehen. So, haben wir schon. Starten wir. Wir sind bereit. Geduld fährt ab. Kran fährt ab. Grüne A kann dann los. Nicht einschlafen. Links steht noch einer. Ja. Okay, wer startet gerade? Können wir ihn los? Okay, Karaja, Rakete. Dann Solo. Vor mir ist noch links einer. Wer ist das? Da steht noch einer. Vorne links. Wer ist das? Platzrunde bei dieser. Jetzt macht der Rakete. Ruhig mal ein bisschen melden hier. Du, die Linksrakete. Dran denken, Umdrehungen kann man die Motor bei der 88 relativ schnell nach dem Start überdrehen. Das darf doch nicht wahr sein. Durch Solo. Gibt es Ausfälle oder sind alle in der Luft? Nein. Das habe ich abgedreht. Ihr müsst auf das T aufpassen, da dürft ihr nicht drüber rollen. Rober? 1-0, Profit 70%. Hier eine geile Schlucht hier, hab ich schon mal gesehen. Hier knallt es momentan auf dem Platz hier. Kannst du auch mal die Jäger kurz den Status wissen lassen? Sind die eigentlich schon in der Luft, Nägel? Oder doch? Victor? Die anderen Bomber, das sind nur so 3-4, also nicht die Welt leider, die sind auch zum größten Teil gestartet, hatten auch einen Ausfall.
N88 startet gerade, ist das Groms oder? Nee, ich bin noch am anderen. Das wird der andere Bomber sein. Ich brauche jetzt 60%. Vielleicht habe ich es eben nicht gehört. Wir machen ja zwei Bombergruppen. Wo bin ich denn drin, bitte? Du bist das Holzauge. Komm, das sagst du sicher nur so. Komm zu mir, du. Dann bist du hinten und kannst als erster abgeschossen werden. Ja, Victor, da vorne sehe ich auch schon vier. Das ist doch wahrscheinlich Pylon, gell, die da zu viert fliegen. Sehr ja. Eng. Ja. Und du bist dahinter, Kran? Ich bin auf Pylon 6, der dritte im Moment. Ich bin direkt auf Pylon 6, Nummer 4 ganz hinten, vor ihm dem Karo. Ich bin eher der Lisa-Position dann auf der. Wie fliegen die einzelnen Bomber bei uns auch hier von dem Platz? Die anderen Bomber? Ja. Die sind auch zusammen mit uns gestartet, oder kurz danach, besser gesagt. Kannst du dich mal bemerkbar machen, Kran, wer du bist, dann können wir uns doch jetzt schon mal langsam einsortieren. Ich bin der mit der gelben... mit der gelben Beschriftung, ich glaube, ich bin der Einzige, der gelb hat. Mir ist was los am Platz hier unten, und dann finde ich überhaupt nichts, dass ich auch komme, direkt ja. Hinter... Ja. Ja, das ist doch schlecht, geh doch raus. Wenn du die zweite Gruppe bist, dann brauchst du nicht so nah an Pylon fliegen, weißt du, dann sammeln wir uns doch lieber schon mal. 100 Meter dahinter oder was auch immer. Ich bin doch 100 Meter hinter ihm. Krummst du rotz herum, ne? Oder was? Jo, ihr stützt einen Flieger nach dem anderen ab momentan. Ich weiß gar nicht, wie ich steigen soll. Zuerst. Jetzt kannst du Gas geben. Gib Stoff und rollst dich durch. Versuch mal rumzudrehen. Wer ist denn der gelbe Totenkopf? Ich bin das. Zweiter Totenkopf. Ich bin rechts von dir. Ja. Sehe ich. Woher? Nee. Was? Dann häng ich mal am Pylon dran. Oh, na, jetzt startet einer genau in meiner Richtung. Das ist doch nicht wahr. Ich bin doch schon hinter ihm. Oh, näher. Okay, ich bin jetzt auf der direkten Lisa-Position des gelben Totenkopfs, wenn du das bist. Wunderbar, ja, sehe ich. Kommst du, startest, ne? Ich versuch's, ich hoffe, ich komme hoch. Ja, ja, dann lass rollen. Ich glaube, das... nein. Kannst du knicken? Das hat von vornherein nicht sehr gut ausgesehen, du hast direkt auf die Häuser zugehalten. Ja. Nimm nur 110. Jo. Nein, nimm dir Zeit. Ne, einen kriegst du noch. Wir geben dir genau Position, wo du stehen kannst. Gott. Bestimmt die Hälfte ist hinter euch, 5 Uhr oberhalb. Ein, zwei sind noch gestartet, die kommen jetzt dazu. Großen und Ganzen sind wir eigentlich abflugbereit. Vielleicht noch eine Minute Gartenzaunschleife fliegen und dann geht's los. Also eine von Schatz noch kommt. Ja, Launcher-Fresh, der kommt gleich hier. Grund, so wie wir das erste Mal abgeflogen sind, war das ganz gut. Ja, das war alles praktisch. Lauter Brocke vor mir auf der Bahn. Ich glaube, beim ersten Mal warst du zu schnell und da hast du den. Nee, ach ja, ich war gerade mal bei 150, hatte ich gerade. Okay. Nee, da warst du langsam, du bist mit dem Flügel abgekippt. Dann drück die Bremse und Vollgas im Endeffekt und dann lass los. Los! Und schon, dass die Trimmung passt, nicht dass du weißt, total irgendeine Achse vertrimmt hast, dann wird es natürlich auch übel.
wie genau auf Kirchturm 5. Okay, die anderen Baumann sind übrigens auch alle jetzt bei uns dran. Ja, der zuerst ankommt, geht in die erste Rotte und der zweite in die zweite. Höhe mal kurz auf 1-1. Okay, sieht gut aus, kommst die Richtung. Ja, ich auch. Komm! Ist bei 60% Luftschraube wirklich? Oh, oh, oh. Das ist doch nicht! Was ist denn hier los? Ja, du brauchst mehr Geschwindigkeit. Du darfst sie nicht zu stark hochziehen. 160, Puppen, dann dreh die mir beiseite. Ja, sicher, 160 ist viel zu langsam. Du musst noch warten, bis die mehr Geschwindigkeit aufbaut. Ich los, ich nehme 110er. Am besten 180 km/h, das ist aber bei allen Maschinen übrigens so. Also die sollten alle so 180 haben. Ja, vor allem bei einer Junkers mit so vielen Bomben drauf. Stimmt, da kommt's dazu. Außerdem bei 180 km/h hebt die eh fast von selbst ab, wenn man nicht gerade mit die Nase runterdrückt. Fliegen ab Richtung hier, Caruso. Caruso ist Kurs, ja? Oder nicht verstanden? Ja, Caruso. Caruso West. Ist das die Jagd auf 11 Uhr voraus? Ja. Lasst uns bitte mal ein bisschen sammeln, die Bomber im Moment hier über einen Kilometer verstreut alle. Also ich meine nur aufschließen bitte. Ah, Pylon, was fliegst du? Grün-Grün. Pylon? Grün-Grün hat er gesagt. Okay, bleib dran, bitte nicht auseinanderreißen lassen. Ich muss gestehen, ich habe nicht wirklich die Orientierung. Sag was, Pylon, wenn du unsicher bist. Wir gehen unter die Wolkendecke. Nee, das ist gefährlich. Vorsicht natürlich auf die Umdrehungen. Hast du das Gas rausgenommen? Bitte. Ansagen. Ja, weil ich schieße jetzt langsam an dir vorbei. 1-0. Voraussetzung oh, Scheiße. Kontakt zu 2 Spitfire, hallo 38, nimm mich einfach auf. Bülon, das war nicht gut. Jetzt haben wir die Formation auseinandergerissen. Sendweg wiederholt, Voraussetzung hat Kontakt zu 2 Spitfire, hallo 38, nimm Luftkampf auf. 38. Ja, wir stürzen jetzt auf ca. 1000 runter. Hören wir bis hin. Ja, wo ist der Flugplatz? Fuck. Das ist noch, wir müssen noch ein Stück gerade weiter. Grün. Sind da Wolkendecke? Ja, du bist schon auf 500 Meter runter, oder? 700. Pylon, kannst du mich hören? Victor. Jäger an den hinteren Bombern, Feindjäger. Und flieg mal bitte gescheit wieder hier, nicht alle kreuz und quer. Meld es bitte mal den Jägern. Feind. Bei mir jetzt Jäger auch gemeldet, bei den hinteren 5 Uhr. Bombern. 5 Uhr gemeldet.
Kahn voraus, hinter dem Fluss. Gut so. Haben wir die Formation verloren? Oder seid ihr noch da? Links kurft einer wie verrückt rum. Ja, das bin ich. Ich habe euch weit überschossen, weil ich ihm im Sturz zu viel Geschwindigkeit aufgebaut habe. Okay, jetzt sind wir hier bei der Bucht Pylon, gell? Wer weiß Bescheid, rechts. Und links ist Kahn eben. Da würde ich nicht zu nah an Kahn ranfliegen, da ist ja die relativ dicke Flakstellung, vor allem auf der Höhe jetzt auf 700 Meter. Wir kommen auf 1 Uhr in den Kontakt gemeldet, 1 Uhr. Ja, Hurricane 1 Uhr. Hurricane 1 Uhr, der Bomber gemeldet. Ich mach mal auch Meldungen an die Jäger. Flak, Zauber nicht auf 11 Uhr. Wenn Pylon das macht, das lang. Kontakt, 12 Uhr, Einzelflieger. Victor. Spitfire, oder? Gunner geht. Gunner schießen, hinter uns. Ja, jetzt aufs Ziel anfliegen und durch. Ja, wir haben auf 9 Uhr eine Spitfire. Aber die wird von, glaube ich, von Jägern angegangen. Eine. Ja, die haben richtig Action jetzt hier, ist ja gut. Bis jetzt ist doch alles gut. Schön schnell bleiben ist wichtig. 11 Uhr bekomme ich jetzt auch noch einen gemeldet. Ja, Victor, ja, das ist der von vorhin. Kontakte 11 Uhr, leicht oberhalb. Das sind die von eben, das sind glaube ich die sie eben gemeldet haben, die zwei, wo sie Ziel voraus, gell, seht ihr. Sind eine Spit, Spit überfliegt uns gleich und eine 109 in einer Kurve dahinter. Bombenschächte auf. Bombenschächte auf. Werfen wir jetzt alles ab. Alles weg. Bomben auf, Bombenklappen auf, scharf. Pilot noch, ach da, Ziel auf, genau 12 Uhr. Gehst du wieder hoch? Ne, ich würde Geschwindigkeit halten. Grün, grün. Okay, wir sind einigermaßen alle zusammen. Bitte passt auf, nicht REM wegrammen und der linke bitte nicht wieder wegziehen. Irgendwer hat mich da gerade auf der linken Seite geschnitten. So chaotisch, die Formation, die war schon lange nicht mehr so chaotisch. Hier jeder links, rechts, vor, zurück. Ja, das war der Sturz eben. Der Sturz hat uns da auseinandergebracht, ja. Macht aber nichts, wenn wir jetzt verteilt sind. Nö. Ja, wir kommen leider jetzt nicht, wir kommen jetzt dummerweise quer eben ran ans Ziel. Wollen wir nochmal Richtung, wenn kurz über die, zur Küste Lisa fliegen? Victor. Ja, andersrum. Nach Lisa und ja, aber von der, vom Winkel her wäre es gescheiter, glaube ich, von der Küste her, oder? Nee, Kurs West und dann Nord eintreten. Genau, und dann geht's die Küste weg. Okay, den anderen scheint es noch relativ gut zu gehen. Also scheinen unsere Jäger auf der Höhe zu sein. Sind hinten dran bei uns. Vorsicht, irgendwer hat sich direkt über mir runtergesetzt, vor meiner Nase. Fast weggerammt. Möglichst nicht zu tief kühlen, wenn wir Gunner feuert. Ja, der hat uns passiert, ist jetzt hinter uns. Meld mal, in der 6 Uhr der letzten Bomber jetzt. 6 Uhr genau. Jäger feuert. Sag mal, da ist eine Spit noch dran, war an den letzten Bomber. Ja, auf der linken Flanke schießt eine Spitfeuer. Nee, rechts eher. Drin ein. Vorsicht, da haben sich zwei Junkers fast gegenseitig weggerammt. Könnt ihr mich wieder hören? Ja. Ja. Spitfire immer noch dran, meldet es bitte ruhig mal. Ja, es sind glaube ich sogar zwei Stück. Kein Jäger von uns mehr. An den hintersten. Ziel qualmt schon und dort starten neue Jäger. Tja, die müssen sterben jetzt. Dann nehmen wir die rechts die Ziele, gell? Wir sollten, ja, genau. Okay, Karaya geht auf die linke Seite. Meine ich. Links vom der Startbahn.
Einer von uns stürzt schon drauf? Ja, können wir. Okay, du hast die Formation verlassen? Ja. Wieso? Ich habe euch verloren gehabt. Ja, wir sind auf deiner 9 Uhr jetzt. Ich gehe auf die ganz fetten Hangars rechts, Victor. Kran. Wenn du die vielleicht nimmst, die ein bisschen, weißt du, wo es da raucht schon sind. Da hinten die? Okay. Ja, die nee, rechts neben der Fahrbahn, aber eben ein bisschen weiter hinten. Quelle der Bombe? Oh, ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Bomben raus. Victor. Bomben raus. Kommunizier für den Pylon zu den Wegen. Jetzt ist wichtig. Abflugkurs, alles drum und dran. Und vor allem auch, dass wir was wissen. Nix hier raus. Ich hab, hier. Ich hab Spitfires hinten dran. Alles gemeldet. Oh, sehr schön. Ja, Morillo. Da zieht nur 88 hoch. Das ist nicht Pylon, oder? Der bleibt unten. Eine 88 wird beschossen. Da kriegt noch. Ja, und ich. Da kommt noch eine. Du kriegst, glaube ich, noch eine Spit an dich ran mit Wasserkühler. Ah, die bricht jetzt weg. Abflugkurs, Nord? Oder was? Abflug, ihr bleibt doch dran, wer zieht da hoch? Einfach dranbleiben, bitte flach raus. Kurs 30 fliegt Bülon grad. Habt ihr das zerstört? Ja, Victor, ist der noch dran, Karaya? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ja. Ich wurde ein paar Mal beschossen, hab ein paar Löcher im Flügel, aber nicht so wichtig. Ja, Victor, ich habe auch irgendwelche Radbremsen und sowas defekt, aber ich glaube nichts Ernstes. Das wäre ja mal was. Hier Feinkontakt und überleben. Pylon, ich würde vorschlagen, du ziehst mit Vollspeed weg, gell? Lass uns lieber relativ schnell sammeln, dass sich die Jäger wieder aufbauen können. Ja, ich drehe auch Richtung Optibill. Ja, Rolf. Victor, habt ihr alle Kontakt auf Pylon? Der ist der Vorderste, der jetzt in die Rolf geht. Du, bist du auf Platz 2, oder? Ich habe weit weg, schon so 500 Meter da. Ja, Victor. 5 Uhr. Ich bin auf deiner 6 Uhr. Seid ihr jetzt über dem Wasser? Jo, schon längst. Ja, ich werde beschossen, ich bin hinter, ist der Bomber von 5. Oh, mein rechter Motor fällt aus. Ja, aber es kommen 209er hinten rein. Spitfire zieht hoch. Vertikal. Ich gehe ein Stück zurück auf 1-0 zum Sammeln. Leider raus. Ja, den kannst du drin lassen, das ist egal. Immer diese unterschiedliche Kritik. Hört ihr es auch? Hm? Okay. Mal voll und hau den Autopilot rein. Scheiße, mein zweiter Motor fällt auch aus. Ich bin notgewassert. Und verunglückt. Oh Gott. Du, ich komm zu dir, Eskana. Jetzt hören? Ja. Steigen. Sehr gut. Die anderen sind, also ich weiß nicht, wie viele noch überlebt haben, aber ein, zwei auf jeden Fall, sie sind auch wieder dran bei uns. Ja, komm ran. Das war, glaube ich, der letzte Angriff, der mir jetzt gerade nochmal die Motoren gekostet hat. Was heißt letzter Angriff? Ja, bei irgendwas, was mich gerade erst über Wasser nochmal kurz angeschossen hat. Ah, okay. Vorne rauscht wieder eine 88 an ran. Vorsicht, nicht wegrammen. Pylon, Frageleistung. Okay. Du, deine Bombenklappen sind noch offen. Danke. Bist du hinter mir oder hast du es gesehen? Ich bin abgeschossen worden. Ach, sorry, du bist ja drin. Genau, hast du gesagt, sorry.
Da sind wir ja gut weggekommen, wa? Sollen wir nicht einfach auf der Höhe bleiben und rausfliegen? Weil jetzt brauchen wir keine Höhe mehr machen. Ja, also ich würde auch bei Küchte und Zimmer bleiben. Naja, ein paar Verluste hatten wir von. Auch die anderen, glaube ich, die waren ja die als Hinterste geflogen. Die haben natürlich das meiste dann eingefleckt. Daran lag es wahrscheinlich, dass wir so gut rausgekommen sind. Nein, aber guter Anflug, alles kaputt. Und ich mag das, wenn man nur einen Anflug hat und nicht dreimal anfliegen muss. Ja, ich hatte Pech, meine Bomben sind nicht hochgegangen, weil ich alle über 1000 Meter war. Ich gedacht habe, wir machen einen Landeflug. Tja. Wer kreist denn da jetzt? Ja, wer eiert da die ganze Zeit von links nach rechts und rechts nach links? Bleib jetzt bitte nicht wegrammen, also... Ja, jetzt kommt der Schüler von rechts herein. Ich weiß, jetzt und... Gehört er zu uns? Ja, ich glaube, dass leider nur wir so fliegen. Einer hat angeblich noch die Bomben dran, die Außenlast. Bin ich das? Kran, schau bitte mal, aber ich kann es eigentlich nicht sein. Bei mir sieht es so aus, aber ich habe alles geschmissen. Nee. Da, der hat er gerade abgeschmissen. Warum Scheiße! Klar. Nein. Was ist los? Pylon hatte seine Bomben noch dran. Ist ja nicht schlimm, wir haben es ja kaputt gemacht. Nee, ist ja egal. Aber es war nur die dicken. Nur. Okay, zieh voraus, gell? Da könnte es schon auch nochmal spannend werden. Kannst du einfach mal die Jäger vorwarnen, da ist ja meistens auch was los. Da kommen dann die Spitze immer rein auf Optival. Aber ich finde schon gut, wenn wir da landen, oder? Da macht man doch, das könnte doch ganz nette Bilder sein. Da starten ja auch immer viele von uns. Ja. Und mal vom Wasser aus gleich auf Zielflug gehen. Ja, ne? Ja, wollen wir nicht gleich den Autopiloten reinhauen? Weil jetzt steigen hat keinen Sinn mehr. Das macht das Ganze etwas stressfreier. Wobei in der Formation, also als Formationsflieger muss ich gestehen, nehme ich nie den Autopiloten, da muss man dann doch immer zu viel korrigieren. Na, zieh voraus, ja. Wir fliegen vom Wasser aus an, ich drehe über Rolf. Wo wollen die dann runter? Octaville. Schön, die Jäger ist gerade über uns. Ja, die Jäger haben gute Arbeit geleistet. Müssen wir mal loben. Du, gehen wir da in die Reihe. Ja, ich höre auch gar keinen Dui, der sich beschwert. Das soll was heißen. Ja, ich glaube, der spricht gerade mit den anderen. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Okay, sorry, ist alles ein bisschen zu. Ich muss mir da was wirklich fürs nächste Mal was anderes überlegen im Quatschen. Leistung? 1-0. Landen wir in Tarn? Zuerst der erste. Bomber von Helo. Ich bin gerade bei einer einzelnen 88er Halo 1. Wer ist es? Kombi. Das ist unser Einzelgänger. Wollt ihr wirklich alle zusammen landen? Ist relativ eng der Platz. Also ja, ich würde da nicht in einer großen Formation landen. Okay, ich gehe direkt auf. Ich gehe direkt drauf. Gelohnt. Bis die anderen. Ich weiß nicht, ob der mich über Funk hört überhaupt. Ich gehe da über Wolf raus, weil
Ich möchte nicht sterben. Dann folge ich dir. Cassius, glaube ich, ist es. Der landet anscheinend mit dir, Pylon. Das ist schon sehr nah dran, gell? Vorsicht, auf der Landebahn sind außerdem jede Menge Flugzeuge abgestellt oder starten oder sind gecrashed oder wie auch immer. Hatten die anderen Geschwader denn Verluste durch, weißt du was? Ja, oh ja, ich denke, dass die von so drei verloren haben oder so. Einer ist auf jeden Fall noch dabei, ich glaube Cassius. Oder doch Cassius müsste sein. Du bist ja auf Landeanflug, Karaya, gell? Ja, ich gehe jetzt gerade über Lisa und setz das Fahrwerk raus. Klappen raus außerdem. Dann lande ich auf deiner Rolf. Ich muss aber noch schauen, wo ich genau lande, weil das ist hier alles ziemlich voll geparkt. Ja, versuch mir rechts ein bisschen Platz zu lassen, ich orientiere mich mehr an dir als an sonst was. Ich schicke halt einfach die Start- und Landebahn, oder? Ich werde zwischen den Hangars da reinlanden. Start- und Landebahn ist aber auch ganz gut gerade. Die gehen da, ist glaube ich gleich frei wieder. Ja, Pilon Kongo, ich voll runter. Das war ja eine abenteuerliche Landung eben. Okay, bin auch im Landeanflug. Ich werde mich an der Startbahn und Landebahn orientieren. Eher rechts. Ja, oh, links jetzt, da ist ein Bomber. Rechts. Der Bomber auf der Landebahn, bitte eher über Rolf raus. Ups, dann geht jetzt leider über Lisa, wie es aussieht. Ja, pass auf. What? Was war das? Oh nein. Ich glaube, es war Cassius, oder? Eine 110er war das. Ach nee, eine 110. Wir haben uns jetzt auch nochmal schön gedreht, aber egal. Ja, ich weiß nicht, da ist schon wieder irgendwer reingespawnt vor mir anscheinend. Ich hasse das, diese Drecksbahn hier, und dann irgendwo alle reinspawnen. Das sollten sie auch mal fixen. Bin schon mal beim Start in eine Maschine reingerauscht, die direkt vor mir eine Sekunde vorher gespawnt ist. Stehst du da, Pylon? Ich glaube, an dir hängt dahinter auch eine 88er auf dem linken Flügel, oder? Nee, das ist die 110, die gerade getroffen hat. Nee, ich bin direkt von den Hangars. Doch. Oh. Das warst du nicht. Das war was anderes. Bam, bam, bam. Schön. Alles klar. Keine Verluste. Ja, schade ist es, wenn es so immer endet, ich mag das gar nicht. Ja, da haben sich auch eine 110 und eine 88 getroffen. Boah, jetzt kommt hier eine 109, aber die zieht gerade noch so über mich drüber. Wir packen uns mal hier bei denen, was ist denn das? Sind das Condors? Wahnsinn, was hier an Wracks herumliegt. Da hinter mir sind auch 209er, die sich komplett bei der Landung zerschrottet haben. Mich hat es kurz vor der Landebahn liegt. Und die Klippe reingehauen. Ich hab's eine weitere 109 dreht sich bei der Landung jetzt. Wahnsinn, das ist ein Schrottplatz hier. Also die Mission geht noch eine halbe Stunde. Ah, das ist immer das Übelste. Kann man gar nichts mit anfangen. Okay, naja, aber hat doch Spaß gemacht. Ja, aber das war's ja jetzt noch nicht, oder? Na. Ich meine, für den Einsatz hat's Spaß gemacht. Da ist eine Hurricane hinter den Bombern. Ich mach mich über England raus, das pack ich nicht mehr. Hurricane hinter den Bombern. Ja, geh rein. Luftkampf hinter den Jabos. Wir bekämpfen alle Hurricane. Ja, wo sind die jetzt? In den Jabos ist auch ein Luftkampf. So, Boyle ist dran. Folge dir. Ich komm mit. Wir fliegen mit Vollgas weiter auf das Ziel. Bis jetzt keine Verluste. Victor.
Wo sind die Javos jetzt? Ah, fast über Canterbury. Kommt von Osten rein, fliegen direkt Westkurs. Hallo 3-3. Vollspeed. Da ist eine Stuke über den Schiffen und bombardiert die. Das sind doch unsere, oder nicht? Ja, das sind eigentlich unsere. Ja, da ist gerade eine Stuke drüber geflogen und hat Bomben abgeworfen. Bombenanflug sinken. Victor. Ich halte jetzt auf Dover zu, ich bin gerade erst über den Schiffen wieder. Ja, bist du zufällig auf Hallo 25? Bin ich wo? Ja, vergiss es. Das ist Luftkampf. Where are you going, JG4? They say nothing. London. Boah, Lukas, sind noch dran? Nicht mehr ganz. Ich picke Richtung Javo jetzt. Alles klar. Hier, aber Rolf. Er kreuzt sich jetzt. Okay. Ich gehe über Lisa. Oh, er trifft mich. So, Javos greifen jetzt ein. Schmeißen ab. Ja. So. Jo, Ziele detonieren. Bist du dran? Einer hat's, glaube ich, zerlegt. Horridor. Horridor. Frage euer Abflugkurs. Sind aber beide auseinandergefreut. Immer noch keine Koordinaten für Abflugskurs. Süd, Falkmer, Süd, Süd. Abflugkurs 180 Grad vom Ziel aus. Hallo 5. Victor, 180. Sind sehr weit aber gefreut. Wir hatten hier ist den Wasserkühler. Habt ihr gehört, 180 Grad drehen die ab. Das heißt, die kommen ungefähr Hawkins raus. Stelle fest, ohne Motor ist es ganz schön still. Bad Lego hat eine 6. Hallo 5. Eher auf der hinteren Position der Javos. Jäger, wo seid ihr gerade? Ah, wir sind an dem Kontakt dran. Wird in 10 Sekunden das Feuer öffnen. Wir fliegen weiter, Kurs 180 Grad, sind in circa einer halben Minute an der Küste. Horrido. Hallo, unverändert 4 bis 5. Wieso Horrido? Spitfire an der Küste abgeschossen. Ah, oh, Horrido. Ketz hat eine 6. Ich hab 6. Karaya ist etwas südlich von Dover Hafen. Dings geht runter. Ich werde mich mal bei Hawkins positionieren an der Küste. Ich glaube, das hat keinen Sinn, dass ich weiter in Inland reinfliege. Ne. Scheiß Launcher Crash. Ich Ketz über Dover hat eine 6. Flieg über Wasser, krieg auf nasse Füße. Im Luftkampf. Wo genau warst du? Falkenberg, wir fliegen gerade leicht östlich Dover. An Flugfeld Lüm vorbei. Du bist bei Dover und fliegst jetzt über Wasser, oder wie? Ja, Richtung Frankreich. Wie weit über Wasser raus? Bin fast auf Deck.
Taktischer Kill. Ich bin hier bei Dover, sehe aber leider keinen am Wasser. Wie weit von den Rauchsäulen bist du weg? Zweiter taktischer Kill. Ganzes Stück, denke ich mal. Ich fliege Richtung Frankreich, ich hoffe, er kommt nicht mehr ran. Oh, einen habe ich immer noch drin. Wo bist du, Falkenberg? Befrau mich ganz tief. Jetzt habe ich Wasserkühler. Scheiße. Sorry, Kids, ich sehe hier weit und breit nichts über Wasser. Ja, nicht. Ja, ich war, glaube ich, noch nicht weiter nördlich. Ja, wir sind jetzt auf Kurs 150 Grad, etwa Richtung French Point. Falkenberg, ich hau jetzt ab. Ich habe keinen Bock mehr mit den ganzen Launcher Crash hier. Wie kommt denn das? Korrektur, wir gehen auf Kurs 130 Grad French Point. Rakette ist frei, Kette ist frei. Hallo 5. Tüte? Ja. Probier mal in den Optionen von Cliff, für Cliff das Steam Overlay auszuschalten. Daran kann es manchmal liegen. Ah, ich glaube, ich sehe. Hältst du, Cat, hältst du auf die Schiffe zu gerade, oder? Nee, ich bin schon weg. Ich steig gerade. Okay. Könnte ich sein. Ich sehe hier nämlich eine Maschine, die direkt auf die Schiffe zuhält. Am Deck und im Wasser. Ja, glaube ich, dann sehe ich dich wohl. Ich halte jetzt wieder Richtung Osten, Richtung Schiffe. Karaja, was sagst du so? Hallo 80? Was? Hallo 8? Wer, der Kontakt oder ich? Nee, du. Ja, ich bin Hallo 22. Oh nee, dann bist du es nicht. Der Kontakt ist direkt am Boden unten. Kann aber noch nicht sagen, was es ist. Schaut relativ groß aus, könnte ein Bomber sein. Das sind zwei Kontakte, die ihm entgegenkommen am Deck. Ah, shit. Eine 109 mit Wasser fliegt gerade Richtung Frankreich. Relativ niedrig. Ist das einer von unseren? Jetzt hast du Wasserkühler. Das können auch die Jabos sein. Etwas nördlich der Schiffe, zwei Spitz am Deck. Oh, da krieg... Eine ist gerade, glaube ich, ins Wasser gegangen. Hört sich gut an. Gehst du gerade über Rolf, Karaja? Ich steig gerade stark und gehe jetzt über Rolf, nördlich der Schiffe. Also circa ein halber Weg zwischen Dover und den Schiffen. Ich habe leider die andere Spit verloren. Ist das Server weg? Nein. Ich sehe ja noch eine 109, aber Spitty, wo ist die hin? Die Jabos passieren jetzt den Konvoi nördlich, immer noch Kurs auf French Point, circa noch 25 Victor. Kilometer. Hallo 5. So, jetzt gehe ich auch wirklich, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja, Tüte ist nicht in Tüte. Nee, ich habe jetzt gerade nochmal gestartet, habe gerade einen Motor angemacht und gleich wieder Launcher Crash. Hast du das Windows Update mal kontrolliert? Ja, das habe ich nicht drin. Das ist seit dem letzten Steam Update. Ich habe eine 109 unter mir. Bei den Schiffen. Ist da wer von uns?
Ich bin näher an den Schiffen dran. Das bin ich, glaube ich. Bei mir ist eine Maschine bei den Schiffen. Karaya ist etwas nördlich der Schiffe, hallo 26. Ich wünsche euch noch was. Ja, dann müssen wir uns morgen mal drum kümmern, ne? Dass das wieder läuft. Ja, mal schauen. Vielleicht geht's morgen auch wieder. Alles klar. Bis dann. Ja, ciao. Dann. Gute Nacht. Noch irgendwer von uns über England? Negativ. Negativ. Ah ja, die Airbus, da sind sie. Gib mal die Position durch. Hier Richtung Visant, French Point. French Point, okay. Ja, ich hab nur im linken Flügel habe ich Löcher, aber geht. Hat ja funktioniert, ja. Dank deiner Hilfe. Oh nö. Falsche Taste. Oh. Ausgestiegen oder was? Nee, Kabinenabwurf. Oh, das ist nicht so schlimm. Jetzt bist du nicht der Erste, den ein bisschen passiert. Runter, fertig. Oh. So, Sound. Boah. Boah, sind das alles unsere Jabus am French Point oder sind das Schiffe? Das sind Schiffe. Okay. Ich denke mal, haben die eine super Formation. Die Jabus landen jetzt auf Marquis West. Vektor Marquis West. Ihr hört das, was Louis sagt, ne? Ja. Okay. Ist da jemand vor French Point auf Halo 30 irgendwo? Ist das einer von uns? Ich bin nordöstlich von French Point auf Halo 30. Und dann könntest du da sein. Ich halte jetzt auf French Point. Ich komme vom Osten herein. Ich bin genau über French Point, Halo 22. Fliege geradeaus. Das ist eine 109er, die ich hier habe. Hey, ist aber eine Messerschmitt. Nee, hey, das kannst du da nicht sein. Wir sind hier auf Halo 10. Das ist eine 109 südlich von Visant, nahe Boden mit Spritfahne. Könnte ich vielleicht sein. Wo landen wir? Oh, wir landen auf Marquis West.
dann bitte auch runtergehen jetzt. Weil die werden sicherlich noch eine Mission fliegen gleich. Ja, bitte. Mir auch. Dabei habe ich so einen dicken. Das sagen sie alle, ne? Das sind gar keine Kissen. Du, ich sag dir Bescheid, wenn ihr alle gelandet seid, wir würden dann auch in Marquis West landen. Victor, noch 4 Maschinen, glaube ich. Okay. Oh, jetzt aber was los. Ich geh jetzt runter. Oh, ich bin jetzt im Länder im Flug. Ich habe eine gute Landung hingelegt. Ja, warum machst du denn sowas? Ja. Haben wir jetzt noch Jabos in der Luft? Was hat Dui gerade gefragt? Ob wir noch Jabos in der Luft haben. Vorsicht, die 109 am Ende der Startbahn, die jetzt wieder rollt. Bitte aufpassen, ich lande gerade daneben. Ich lande die hebt, gerade. Die startet gerade anscheinend. 100 Meter vor der Bahn. Nee, die landen. Ne, ja, die eine da startet gerade. Scheint aber anscheinend nicht zu uns zu gehören. Ich lande auf der Rolf-Seite. Also vom Java-Einsatz habe ich überhaupt nichts mitbekommen, also nichts gesehen, leider. Ja, sah super aus. Das ist Makarei, wir haben auch nichts von gesehen, wir waren im Luftkampf. Ja. Und stellen wir uns das schön mit in der Reihe auf für die Wochenshow. Ich hab 6, ja. Die Jabo ist nicht in den Luftkampf einmischen, das machen unsere Leute schon. Achtung, wir fliegen auch G50 rum. Hurricane mit Schreiber. Falkenberg, da ist ein Hurricane noch über dem Platz. Und dann jo, wir bekämpfen sie gerade. Pilot Kill. Okay, Platz müsste sie jetzt sauber sein. Nein, das sind 2 Hurricanes noch. Also die eine, die gerade über Looping geht, die habe ich gerade gepilot killed. Head-on. Platz ist sauber, bitte jetzt starten. Negativ, eine Hurricane im westlichen Teil des Platzes. Eine die Hurricane, die hat Platz. Pilot killed. Negativ. Nein, das ist noch eine zweite. Eine 109 hat Wasser. Okay.
Alle sollen noch westlich sein. Such doch mal. Nein, ich habe eine östlich aus der Luft gerammt. Hab sie. Bin jetzt Platz Mitte. Die, die gerade aufgeschlagen ist, war die mit Pilot Kill. Kreise über Rolf. Ja, meine ich auch. Und da ist eine Spitfire direkt über den Platz. Geht jetzt gerade über Rolf stark. Also zwei Hurricanes ausgeschaltet. Spitfire geht aber Rolf direkt über den Platz. Jetzt runter Richtung Norden. Ja, Victor, berühre. Stark Rolf stürzt, glaube ich, auf irgendwen herab. Ist jetzt fast am Deck. Ah, hat sich reingerammt. Ah, die ist bei mir aufgeschlagen. Die ist reingerammt, ja. Alle Maschinen aufschließen. Ich habe jetzt einen Schwarm hinter dem Hauptschwarm. Wer ist das? Nicht ihre. Maschinen mit Nachzüglern, die Schäden hatten. Ja, aber jetzt auf unglaubliche Geschwindigkeit. Wagen gehabt, sind von euch noch ein paar Jäger bei uns? Victor kann. Negativ, nein, alles als Jabo unterwegs. Victor. Falkenberg, er greift die Ziele, die Flakstation bei Dover mit an. Flakstation, alles klar. Meine Gruppe geht auf den Hafen. Okay, Jungs, also auf Rolf-Position jetzt sammeln. Schwarze 2. Ja, Sammelpunkt waren die Schiffe sein. Ja, Falkenberg, ich bin auf deiner 4 Uhr. Gut, ich reduziere jetzt. Leistungsdaten 1, 0, 9 Uhr. Victor. Bitte, wir gehen Rolf von dir in Stellung. Verstanden. Also 1, 0, 9 Uhr. Ihr schneidet jetzt gerade oder nicht? Passt auf. Oh ja, wir schneiden. Leistung erhöht. Seht ihr alle die kleine Wolke da? Die ja. Kleine Wolke. Ja, halt immer erstmal drauf. Die machen wir fertig. Du, deine Gruppe macht kurz zur Ausfahrt Falkenberg reingehen. Deine Gruppe setzt sich ein bisschen ab dann vom müssen wir auf West abdrehen, also bevor wir auf West abdrehen und machst ein bisschen Reserve. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Ich glaube, der Rest ist abgedriftet nach Lisa. Okay. Ich bin noch an euch dran. Ja, wir sind jetzt aber... Falls Falkenberg das schon... Die anderen sind bei Wiederholungsdauern und das zerstören, gehst du mit auf den Hafen. Wir sind auf eurer 2 Uhr. Schaut doch mal Richtung Wolke. Falkenberg, ihr seid Rolf tiefer, richtig? Ja, Rolf 11.1.0. Gut, vier Maschinen, König und Hallo, Kuba, 23, 11.1.0. Ketz hat aber keine Bomben mehr, ne? Das macht nichts, du kannst die Flak auf mit Kanonen zusammenschießen. Okay. 30 Schuss habe ich noch. Generalkosten 120 Grad, 1, 2, halb 10. Bitte. Steigen noch bis auf 2,5. Kurs 330, hallo 25 Level, wir gehen auf 10.1.0. Vino, wir würden jetzt eindrehen. Ne, noch nicht. Wie Kontakte 2 voraus, 12 Uhr oberhalb. Gut, wir bleiben weiter auf Kurs. 12 bis 3, halb 1, 3, überfliegen 0, uns gleich. Über Rolf. König. Verband ab, halb 11, 1-0. Es ist eine 109, das vordere ist eine 109, das hintere. König, ich bin auf deiner 9 Uhr unterhalb, folgt mir. Das hintere ist eine Spitfire. Wo hast du den Kontakt?
Achtung, Höhenkontakt der Spitfire direkt über uns. Komm zu uns. Ruhe, ich bin in dem Schwarm drin, ich weiß gerade, okay. Was du meinst. Du musst nach vorne. Spitfire. Okay, wir drehen auf Ziel ein. Spitfire oberhalb. Die wir drehen ein. Die Kurve schon mit einer 109. Falkenberg, stell mal zwei Leute ab. Wer dreht ein, Ruhe? Vor uns, die 300. Wir sollen zwei Leute. Du sollst für zwei Leute abstellen für das Bett. Ja, Ketz könnte, der hat keine Bombe mehr. Ab vorbei, Ketz, geht gehst du drauf? Spitfire fliegt jetzt in Richtung der Schiffe. Hallo, ca. 3,5. Führungsjavo jetzt. Hallo 30. Auf Festkurs. Ah, die dritte war ab, da gehe ich nicht hinterher. Spit dreht ab. Welche Gruppe geht hier gerade leicht raus? Verstanden. Die, guck mal, West. Wir sind jetzt die westliche Gruppe. Abverband über Lisa. Kurs Richtung Dover West. Seid ihr jetzt die große Gruppe oder die 4-1? Die kleine Gruppe. Dann bin ich doch dran. Viktor. Falkenberg geht zuerst auf die Artillerieposition. Einzelkontakt Manston Ramsgate. Selbe Höhe. Zwei Kontakte Manston Ramsgate. 9 Uhr. Fliegen Osten raus über Wasser Richtung der größeren Gruppe. Okay, auf Führungsgruppe auf dem Hafen. Bomben, ne. Ziel direkt an der Hafenkante am Strand. Ja, sag doch den anderen mal durch. Ich glaube, die zwei Kontakte kommen direkt auf die Gruppe. Verstanden. Ja, die zwei Kontakte halten jetzt direkt auf die größere Formation zu. Sind oberhalb. Halb neun. Vito, ihr kriegt gleich Besuch, zwei Kontakte kommen auf euch zu. Viktor, rechter Verband, Achtung, zwei Kontakte kommen zu euch. Verstanden. Verstanden. Ich kann Falkenberg sehen voraus. Ja, wo? 1-0, halb neun. Erste Staffel voraus. Victor. An alle Bomben mehr. Unser Ziel. Weiterer Kontakt 3 Uhr leicht oberhalb über Deal. Vorsicht, okay. Spitfire. Ja, 6. Kleine Gruppe kriegt eine Spitfire rein. Oh, ab 6. Andrücken auf Zirkusplan. Falkenberg, unser Ziel ist die Küstenbatterie. Spitfire 2 ja, Uhr leicht über oberhalb. An der Küste. Der Hauptschwamm geht auf den Hafen. Wir haben jetzt eine Spitfire, die uns gerade passiert hat und mehrere Kontakte über Deal. Okay. Spitfire passiert uns 3 Uhr. Ketz König steigt aus, König hat seinen Schwanz verloren aus irgendeinem Grund. Ja, das stimmt. Okay, ich gehe auf die Gebäude und die hinteren. Erste Reihe Flak. Bomben raus. Bomben, raus. Mehr wäre jetzt ein bisschen spät. Okay. Bomben mehr nach dem Abbruch. Wir drehen einmal über Rolf. Gute Treffer. Korridor, Jungs. Dui, du greifst mich auf den Hafen an, bitte. Hat 9er6. Ja, das passt. Okay. Also, wie du das hintere Ende, weil das so. Das. Ja, du gehst auf die hintersten. Auf das Dreiviertelste. Geben wir doch den anderen einen Schutz, oder? Komplett über Dover. Ja, wenn Big vorne. Und wir geben dir den anderen Nachschuss. Victor. Ich habe ja mehrere 109er an mir dranhängen. Schön im Stein. Wenn geht auch mit ganz hinten hin. Auf das westliche Ziel. Ja. Und zwar versetzt. Achtung, Luftkampf über uns. 12 Uhr. Okay, ich bin nicht abgeschossen worden. Wie du, westliches Ziel. Weiter. Ja, was unterfliegen uns? Den hintersten Sekten. Oh, dann steht aber trotzdem eine Kill-Message. Zu schnell gewesen?
Hab ich nicht. Bomben raus. Rausdrehen Richtung Schiffe. Wir gehen Richtung Schiffe. 1, 2, 0. War ja nicht mal angedrückt. Wer hat da eigentlich sein Mikrofon offen? Kaya, willst du nicht Richtung Schiffe gehen? Horridor, Jungs, Horridor. Ich hänge mich hinter die Javos dran. Victor. Schreib, ich bleib bei dir. Spitfire. Ah. Spitfire wo? Spitfire stürzt auf die Javos runter, ich geh drauf. Victor kann... Oder, naja, die zieht weg, die zieht weg. Javos sind frei. Victor fliegt zum Konvoi, die erste Gruppe macht den Höhenschutz. Was war los? Konvoi. Achtung, Kursänderung auf 1, 2, 0. Ich hab da gehört, wir machen Jagdschutz. Die bleiben schnell. Ah, ich ziehe eine Spitfire Richtung Schiffe, hallo 8. Okay. Wir haben eine 6 von euch. Drücke an. Verband dreht weiter Richtung Ost. Ich bin aufs Auge verloren. Die vordersten drei Maschinen machen jetzt Höhe, die anderen gehen weiter zum Konvoi durch, bitte. Wir hatten das Mikro die ganze Zeit offen. Das ist Fido. Horridor. Vordersten drei Maschinen erfolgen, wir kreisen einmal über Lisa. Der Rest des Verbandes geht weiter zu den Schiffen. Okay, wir gehen jetzt über die Schiffe in 2000 Einstellung, bitte. Luftkampf direkt in Dover Hafen am Deck. Ja, lasse. Oder ist das einer von uns? Kann ich einzeln? Keine Ahnung, ist ein ziemliches Rudel da unten. Naja. Treffer. Jetzt muss aussteigen, Kollision mit Hurrikan, scheiße. Ja. Freier Luftkampf. Wo? An alle, freier Luftkampf. Rückzugspunkt sind die Schiffe. Wo sind die Schiffe ausgesehen von Kalle Mark? Kurs 120. Verstanden. Denkdraht, einer greift an, einer gibt Höhenschutz. Es seid da zu viele, die alle dahinter sind. Victor, macht bitte mal Höhe für die Schiffe. Wir haben welche Einzelmaschinen, die im Luftkampf sind noch, die müssten dann tief zu den Schiffen kommen, wenn sie Probleme haben. Mach Victor, da mal bitte höher. Sind in 2000 über den Schiffen kreisen. Victor, da bleiben bitte. Frage nochmal, Kurs von Kalle Mark zu Schiffen. Von Kalle Mark zu Schiffen? Ich sehe da ein ganzes Rudel von 109ern bei Dover Hafen. Sind das unsere Leute? 5 Stück mindestens. Ja, ich bin ja auch mit dabei. Dover. Falkenberg, stell dich mal zwischen Schiffe und Hafen bitte auf. Achtung, Spitfire, hallo 05. Kommt zu euch rein, die jetzt am Hafen sind. Checkt eure 6. Spitfire 05 über Hafen, Rolf kreisend, jetzt über Land, über den Radarturm. Da ist noch eine zweite, direkt über den Türmen, westwärts fliegend auf Hallo 15. Jetzt gehe ich aber, jetzt reicht's mir. Gell? Viel Spaß. Schon wieder Lancer? Spitfire nee, zieht Richtung Deal. Aber jetzt haben sie mich nehmen bei mir dabei. Ja, das geht ja gar nicht. Victor, breche ab. Sag mal denen, die da die Spitfire bei den Dovers zielen, behaken, die kriegen eine Spitfire hinten rein. Na Victor, freier Luftkampf zwischen Dover und den Schiffen bitte. Zurückziehen. Ja, folgt mir. Sechs, meine Gruppe 6, die hinter mir herfliegen, 6. Die hinter mir herfliegen, 6. Auseinander. Pilot Kill Horridor. Zwischen Dover und Deal, direkt an der Küste, 6. 6.
Karaya ist übrigens bei Vidus Leuten dabei, direkt an der Küste. Ich habe gerade eine auf 15 abgeschossen. Auch wieder. Das mit dem Mikrofon war übrigens nicht mein Joystick, ist gerade. Spitfire direkt zwischen am Hafen östlich. Okay, eine Spit an zwischen Deal und Dover. Hallo 10. Ich bring das bitte zu den Schiffen. Ich bin gerade auf lange Distanz angeschossen. Irgendwann kommen wir Richtung Dover geflogen, weil wir Spitz. Jo, greifen an. Tief. Ich habe eine Spitty hier zwischen Dover und den Schiffen, Hallo 1-0. Komm jetzt direkt von Dover zu den Schiffen. Westlicher Hafen. Victor, bin gleich bei den Schiffen wieder. Abschuss. Ist noch irgendwer bei den Schiffen? Okay, die Spit ist weg. Ist noch jemand bei den Schiffen? Oh, alle Mann raus Richtung Schiffe. Jetzt. Ja, Victor, ich. Krennic ist bei den Schiffen. Ja, dann kannst du mal Richtung Dover kommen. Bin dabei. Bin auf Halo 7 inzwischen. Abfliegen, wer keine Probleme hat, abfliegen zu den Schiffen. Wir haben noch einen Kontakt feindlich zwischen Schiffe und Dover auf Halo 7. EVR. Herr Weg, was ist eure Position? Ich bin zwar hier Flak, Karaya, aber. Ja, ich bin wieder frei. Spitty ist Richtung Dover jetzt auf Deck, circa Halo 5. Ich überfliege gerade eine 110. Indifiziert, östlich, tief auf Deck. Ja, ich glaube, ich sehe dich. Nordöstlich der Schiffe. Ich ziehe jetzt hoch, die Spitty ist hinter mir in der langen 6, geht aber glaube ich auf eine von den 110ern. Ich sehe das. Hier rein. Achtung, einer kriegt 6. Tief auf Deck in der Wolf. Der von Dover. Karaya sind über den 10er von uns. Spitfire direkt in, vor den Schiffen auf Deck. Victor. Achtung, wir kriegen auch G50 mit rum, ja. Schön aufpassen. Das kannst du dich einloggen? Ach was? Auf Index, Foro, neu. Allgemeine Themen. Bitfire immer noch auf Deck vor den Schiffen? Ja, geh nochmal rein. Auf der Homepage kann man genau. Kommandatur ein. Auf eingehst und drunter Forum neu. Spitty ist im Wasser. Ja, hab den Aufschlag gesehen. 6, Richtung Dover. 6, checkt eure 6, die Richtung Dover fliegen tief. Und da gibt's allgemeine Themen und das. Da ist eine G50 dabei. Nicht Panik. Aufpassen, hier sind G50 wie du. Ist wahrscheinlich G50. Ja. So, wir gehen jetzt nochmal zur Küste, helfen Helo und dann setzen wir uns alle Mann ab. Richtung Calais. Victor. Wir sind von unserer Truppe noch in der Luft. Feiert. Krennic. Kogelstraße. Kennt ihr den Leuchtturm von Deal? Helo Post. Den Leuchtturm zwischen Deal und Dover, kennt ihr den? Der ist genau an der Ecke. Ja. Den Rot-Weißen, genau, da treffen wir uns in Halo 10. In Anna Rolf. Victor, hab hier gerade eine 109, überfliegt mich gerade. Richtung Frankreich. 109 Richtung Frankreich hat Wasserkühler.
jetzt nicht gesehen, aber... Ist Halo 2.0. Oh, frei, ja, ist getroffen. Galerie. Shit. Hier bei Dover Hafen, bin getroffen. Steig aus. Victor. Wir kommen jetzt östlich von Dover Hafen rein. Alle mal absetzen jetzt Richtung nach Hause. Gelandet Bob Pike Calais. Absetzen jetzt. Okay, habt ihr gehört, alle absetzen Richtung Calais. Die sich gerade auf meine 6 hängt. Hier, Rolf Lieser. Ich bin direkt vor euch auf eurer 2 bis 3 gleich. Ist noch einer von uns im Luftkampf? Ich sehe da zwei Maschinen im Hafen. Im Dover Hafen ist noch ein bisschen Luftkampf, aber ich glaube keiner mehr von uns. Scheinen hauptsächlich Feindmaschinen zu sein. Das sind glaube ich 3 Spitz und eine Harry oder was? Haltet mal kurz Calais. Einmal über die Schiffe rüber und guckt da an. Eure Hallo? 1, 2, zur Zeit. Kavaja ist 2-6. Ja. Wir machen jetzt eine schöne 110er Mission. Geht erstmal landen bei Calais, bitte. Eins, acht vor den Schiffen. Alle Ziele in Dover und Umgebung wurden zerstört, richtig? Oh, naja, gibt's noch was, ne? Ich glaube, Radar haben wir noch offen. Na, ich hatte noch Bomben unterm Kiel, die hätte ich nochmal abwerfen können. Ja, kannst du ja. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich Kurs Calais. Immer raus, was gar nicht mit bezahlt. Aber ein Schiff ist Flakfeuer. Tief. Ja, ich habe 6 über den Schiffen. Hallo? 1-8 schnellfallend Richtung Schiffe. Ah, ich sehe dich. Kannst du. Ah, du fliegst eh Richtung Dover, oder? Gerade Richtung Dover, ja. Okay, kannst du über Rolf gehen? Geh über Rolf bitte. Ja, weite Rolf-Kurve. Ja, ich bin bei fast 600 km/h. Das ist eine weite Kurve. Reißt hier nichts ab. Nee. Du hast eine 109 hinter dir jetzt am Deck, wenn du da bist. Ja, 109. Wow, 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 wow. 109 schießt auf dich. Die hat mich gerade abgeschossen, ja. Alles kaputt. H2O. Den hole ich mir. H2O. Ich hab noch gesagt, da ist eine 109 hinter mir, wer ist das? Keiner meldet sich. Da dachte ich mir, okay, das wird irgendein Spieler sein. Ich hab ihn. Horrido. Sehr gut. Ein Ladehebel dran, den ziehst du mit beiden Händen kräftig nach hinten. Unten drunter ist so ein Abzug und wenn du das grob Richtung Feindmaschine hältst und dann abdrückst, dann kommen da so komische bunte Kügelchen raus. Echt Wahnsinn. Bunte Kügelchen! So Minzdrops. Flak über den Platz. Das Ding ist wie eine Kamera, wenn einer hinter der Maschine ist, wo du vorne Blenny über den Platz wirft gerade. Musst du so ein Schild hochhalten, wo drauf steht, wo ist die Kiste? Über Calais? Scheiße, ich bin gerade beim Landen hier. Ich setze mich gerade hinter die Blenny. Oh ja, ich starte nicht mehr durch. Scheiße. Aufstellung 110 auf Calais, Kraftstoff sehe ich zweimal SC 500.
Ja, genau. Pylon als Vertreter der 6. fährt den ganzen Hummer zerne auf. Ricardos Kraftstoff. Kraftstoff 50, Bombenlast SC 500. Victor. Und nimm eine Läden an. Victor liegt an. Drin. Hast du das Flugfeld schon gesagt, Pylon? Wir gehen auf KLM Mark. Du könntest auch woanders, glaub, dann haben wir wenigstens Ruhe. Woanders? Blenny Strafe Kirt. Die gibt's auch auf Mark. Okay, dann Mark halt. Pylon muss mir bloß Bescheid sagen, wenn er soweit ist, dass ich reinjoinen kann mit seiner Maschine. Ich hab Launcher geschlagen. Ist das kann ich schon in deine Maschine rein? Ja, Lacker, du darfst. Okay. Hurricane über Mark. Nö, das ist eine Blenny, die geht gerade runter. Kann jeder 110 fliegen, wer möchte? Das ist neu wie Spawn. Claro. Jeder, ja, der möchte, wer nicht mehr kann, geht in Gunner. Ich würde auch Gunner machen, da kann ich mich nicht verirren. König? Ja, wow, what? Die ist komplett. Die Blenny ist gerade mit in der Luft verschwunden. Ja, du stehst mir aber hier noch nicht als BF-110er. Kran, ich sitze hier vorne, Kran. Lacker, ich stehe aber schon. Kam an, Karaya. Wie? Bin auf deiner 5 Uhr, wenn du gerade. Okay. Ja, ich werde jetzt aber landen gehen. Ah, okay. So, jetzt bin ich, glaube ich, bei dir drin. Hast du das auch gesehen, Skylon, dass die Blenny einfach verschwunden ist? Diesmal nochmal. Ja, Pylon, wie war jetzt die Beladung? Aber wir haben sogar den Kill noch bekommen dafür. Das ist schön. Kraftstoff 50. Ah, warte mal, ich mache eine Whisperliste. Ich höre es uns alle. Oh ja, toll. Ja, 0,48. Ich weiß noch gar nicht, ich habe auch das Problem, dass ich nicht weiß, und ich habe nicht zugehört, wie ich dieses Hack-MG mit dem Hack-MG-Knopf in Betrieb nehme. Aha. Also erstmal Shift F1 drücken, um das Ding hinten zu öffnen. Moment. Shift F1 noch nicht. Oder Shift Steuerung, wer hat das hier noch rein? Alter, noch die Steuerung hoch. Ja. Man muss auf jeden Fall erstmal die Kabine hinten öffnen. So, jetzt bin ich drin. Ah ja, ich sehe sogar deine Mütze. Ja, super. So, wie war das jetzt? Was muss ich drücken? F10. Bei das, das Kabinendach öffnen. Okay, ich muss den Rechner neu starten. Achtung. 50 Kraftstoff und 2x SC500. Die geht auf dem Flugfeld. Treffen wir uns in der Luft oder am starten wir gemeinsam? Wir starten gemeinsam. Oder? Ich bin auch dafür, dass wir in einer Kanal wechseln. Wieso? Wir sind bei alle 110. Wir sind noch jetzt, glaube ich, alle 110er, ja. Also eine ganz andere Ding Frage. So, bei Video kann noch einer Heckschütze machen. Koda hat auch noch einen. So, also Anleitung für Heck-MG. Hör auf, Lennys. Ja, ich bin Heckschütze. Wir müssen langsam ziehen, Leute. Ja, geht hoch, ich komme gleich da. Haben wir ein Foto von dir gemacht, Hedo. Sehr schön, sehr schön. Oh, ich habe auch immer die Automatik aus. Also Victor, dann bitte alle bereit machen, Hauben zu. Hauben zu. Kühler auf. Propitch auf 12 Uhr, je nachdem Automatik aus. Du. Ah, okay. Rakete rechts. Aufpassen. Rakete links. Walter, so ja, Rakete. Flak direkt über den Platz, einen einzelnen Kontakt hier. Videorakete links. Haube ist ja. Oh, da geht ein Bomber runter. Runter. Oder ein Hauber auch. Oh, Bomben hinter bei uns. Bombeneinschläge. Ach, meine Güte. 110er. Bombeneinschlag. Eure 6. Feuer rechts. Solo. Rakete. Rakete. Bui, geradeaus. B-Wolf-Rakete. Geradeaus tief raus. Ja, ich sehe einen Kontakt. Über den Platz. Ich sehe, wo er ist. Ihr habt Notleistung. Nutzt die. Ja, Hilo, ab geht die Pause. Walter sah Solo. Bei 7 Rakete. Zulu. Kurs 240 Grad, direkt geradeaus raus, flach bleiben am Platz, volle Leistung. Feuer Zulu. Falkenberg. Ja. Hier kurze Hotti, Pylon, auf Anweisung von Pylon sollte ich woanders einsteigen, ich bin jetzt dein Heckschütze. So, mach mal. Weiß ich nicht. Ey. Maschine austrimmen. Lack erhöht hinter uns. Du, wo willst du? Kurs 250 Grad jetzt. Genau, schön austrimmen. Die anderen sind sehr abgeschlagen, gehen mal ordentlich hoch. Ja, wir sammeln später. Wir müssen weg. Ich geh zurück erstmal vom Schub. Ja, wir sind frei hier vorne. Kurs jetzt genau 225 Grad, bitte. Du, ich seid ja auch Abflugkurs schon. Bitte?
Seid ihr auf Abflugkurs schon? 225 Grad vom Platz weg. Ich komm mit 100 Dollar rein. Wir sind gerade du kannst erstmal einen Heckschützer rein, Pilot. Nein, komm als Gunner. Komm als Gunner. Braucht noch jemand hinten. Viel. Karaya, könnt ihr uns sehen jetzt? Ich sehe weit entfernte Kontakte auf unserer 4 Uhr. Ich sehe die 110er voraus und ihr habt auf eurer 5 Uhr weit entfernt bei English Point eine 110 am Deck. Da kommt jetzt ein Kontakt rein auf unserer 5, leicht überhöht. Einbrecher. Auf der 4 sehe ich einen auf selber Höhe, aber... Ich sehe euch inzwischen, ich komme auf eurer 5 Uhr hoch rein. Die 110er auf linker Position. Wir haben bei English Point auf Hallo 10 Kontakt und nach Littlestone 3 weitere auf Hallo bis zu 10. Ja, ich sehe bei an der Küste, dort bei diesem Marschland, sind mehrere Schnell Kontakte am, an der Küste. Wir drehen leicht über davon weg. Dann leicht Lisa. Ich hatte gerade Haube auf, musste den Kontakt checken. Ist eine Spit, die hinter euch reinkommt, glaube ich, auf eurer... Das ist keine Spit, das ist eine 109. Ja, das ist richtig, ist eine 109. Nee, da ist eine Hurricane, die geht auf eine 110 hinter euch. Aber auf was? Warte mal, da ist noch was. Wer ist da auf? Aber Spitfire, zwei Stück. Genau. Ja, wir kriegen was ran, ich habe einen Kontakt auf unserer linken. Eine kommt auf die Bombe. Jäger, wen haben wir jetzt da? Achtung, Gunner, Bescheid. König, Haube zu! Jäger, Haube haben wir euch da? Ja, ist gerade. Kontakt 12 Uhr, glaube ich. Bodenzähler. Sehe ich, Vido. Die 110er okay, bleiben auf Kurs in enger Formation. Viktor. 1-1, Atta weiterhin. Was die Jäger was? Und Gunner, Pilot Kiel, Horido. Letzte 110 hat 6. Kriegt, ja, letzte 110 hat 6. Spit kommt an uns ran. Bin dabei. Ja, Gunner sagt auch das Piloten, wenn er ein bisschen wackeln muss. Rechts ist ein Spit dran an der 110. Hast du das Pilot? Ja, das ist an mir dran. Zieh ihn weg. Okay, ich breche aus. Oh, mein Revi, ich breche aus, Du kommst zur zweiten. Zweiter Ausbrechen, rechts Ausbrechen. Ja, ist an mir. Du. Uga, Kontakt auf 6 weggebrochen. Viktor, gib wieder Informationen. Macht euch bereit, die Piloten bitte bereit. Achtung, machen, es geht voraus. Kommt jetzt auf uns. Louis 6. Ist rechts von Uga hinten frei. Schießt er auf die Ja, Viktor, danke. Jetzt dreht er links. Zieht jetzt über uns rüber. Jäger, wir bräuchten euch. Zieht jetzt bei den Führungsbombern genau drüber, kommt wieder runter jetzt. Ja, Karaya kommt langsam ran. Ich bin ja, weit entfernt. Ja, die gemacht nichts mehr. Achtung, weiterer Kontakt auf 12 Uhr. Ihr habt zwei Kontakte, die auf euch reinkommen von eurer 7, von eurer 5 Uhr. 5 Uhr. Louis, minimal höher machen. Wir haben Kontakt. Spin auf 12 Uhr, versucht ihr was mitzugeben. Ja, ich hab eine 6 bin bei dir. Treffer. Dein rechter Vorsicht, Motor Vorsicht, hat Wasser. Vorsicht, Viktor, wir fliegen weiter. Zieh voraus, weiter Formation. Auf Kurs halten. Wir schmeißen so ab, wie wir in der Formation sind. Ich Achtung, die kommt Mitte jetzt hier vorne. Auf die Linke. Noch mal an alle. Kommen wir von oben noch eine runter. Linke. Oh. Einer ist aufgeschlagen. Oh, ja, der war mal bei der okay, viel, ich hab immer ausgetroffen, Alter, sei hier. Spit auf 4, genau. Ich komme nicht ran, außerhalb des Sichtfeldes. Ziel ist vor uns jetzt. Komm okay. Näher. Ich gebe Kilometer. Noch eine Minute bis vor dir. Ja, Uga, wir haben 6. Dann schieß sie dir weg. Ja, ich lade. Ich steig leicht hoch. Ja, leicht ansteigen. Dann rein. Alter, sag, wir kriegen 6, aber ich krieg sie rein. Ja, ich halte jetzt still. Ziel ist direkt auf einem Feld in der Stadt, am Stadtrand. Zieh hoch, zieh hoch! 110er okay, sie ist abgeschmiert. Vorsichtig. Ich hab 6. Wir kriegen gleich 6. Wie du Angriff, ich glaube, ich habe ein bisschen getroffen. Seite, leichte Ziele. Ja, sehr schön, locker. Wie du Angriff. Ich halte in die Mitte. Schmeiß nach links. 110er kommt rein jetzt, ja. Wie du? Ein geradeaus durchgehen, geradeaus durchgehen. Bomben weg. Wie du hast gehört, ich bin bald hier drin.
Wie du bist, glaube ich, die Führungsmaschine. Ich hänge mich abwerfen, an dich dran. Weiter nach links. Victor. Falkenberg, wir haben eine auf 6, die kommt auf 8. Ja, ich schmeiß die Bomben weg. Die Bomber fliegen auf Kurs 20 Grad raus. Flach. Ich über Rolf raus. Robert, tut mir leid. Gab ein Problem mit dem Schießen. Abflugkurs 20 Grad. Abflugkurs. Ja, uns ist alles frei. Victor. Schade, haben wir nicht vernichtet, das Ziel. Ja. Wir haben eine 110 mit einer Splitter im Arsch. Links von uns auf unserer. Haben wir noch Jäger da? Ja, beiden. Skyline holt aber nur langsam auf. Du, ich wäre jetzt nur Rolf. Geh nicht so hoch. Wir sind nicht mehr die Führungsmaschine. War noch in der 110. Achtung, 110 wird beschossen. Ich versuche den anzugehen. Ne, lass gut sein. Ich bin weg. Ich bin so gut wie weg, Sky. Okay. Und versuche ich anderen wieder aufzuschließen. Genau, schließ auf. Ich versuche es wegzulocken. So. Die 110er sind jetzt stark über Rolf gedreht. 110er, es sind zwei Hurricanes hinter euch. Uga, einmal Frequenz 3. Bei der Führung war ich halt still. Ist 4 Uhr. Ob B ist frei. Wir gehen runter. Okay. Wir sind alle. Auf 4 Uhr. Kurz der Bomber jetzt. Okay, wir haben jetzt einen auf der 6, Alter. Ja, wir kriegen was ran. Die Führungs-110er auseinander. Wir haben da hinten was ran. Drei Feinde. Wir werden beschossen. Wir haben 6, 2, 6. Führungs-110er auseinander. Luftkampf beginnen, Luftbankbeginn. Oh, hier, endlich, unsere große Stunde. Walter, du hast am rechten Motorwasserkühler. Wie du, ich gehe über Lisa jetzt, ich drehe weg von dir. Halt mal kurz Walter still. Saat 6, Walter Saat 6, über Rolf. Wir haben auch 6. Walter Saat, halt so. Ja, ich halt so. Schieß auf, auf und weg. Gib mir Bescheid, Karl, wenn er rankommt. Ja, du bist tot, scheiße. Er ist tot weg, ich sehe ihn. Ne, ich bin nicht tot. Echt, mein Glück. Oh, scheiße, ich bin tot. Wie du, pass auf, wir haben jetzt. Ey, das kann nicht sein! Geh mal Lisa! Mach was! Wie du, Abflugkurs? Negativ, Luftkampf hab ich gesagt. Ja, für alle! Luftkampf! Na ja, klar! Okay, Balthasar hat beide Motoren verloren, muss notlanden. Ja, ich werd auch gerade zusammengeschossen. Geh du hinter uns! Ah, ich seh ihn. Ich bin mal eine halbe Stunde auf, sowas. Ich lade nach. Hab ich doch gerade. Die 109 bitte runterziehen, die 6 hat. Runter die 109. Die mit dem Wasser. Jetzt, Achtung. Lisa. Achtung, wir kriegen 6 ausweichen, ausweichen, ausweichen. Weiter drehen. 6, 6, 6, 6, 6. Geht über links, Alter. Alter, das links war nicht gut. Ja, ist doch zum Kotzen, wir sind frei. Scheiß Flüsse. Ja. Ja, Motoren noch runter. Probleme. Aber wir haben Wasserkühler, beide Motoren. Ja. Wird aber auch schon... Kommt ran, Achtung. Aber endlich hört dieses MG hier vorher auf. Das kann doch nicht sein. 109 nicht in uns reinfliegen. Balthasar, lass ihn mal aufsteigen. Das wird scheiße, ich habe keine Munition mehr. Ausweichen. Ja, lass lieber jemand auf 6. Versucht zu helfen. Wir sind frei. Wir bauen die Hilfe 110 hier, der 6 ist ja ganz nah. Kommt jetzt wieder. Direkt hinter uns. Aus. Ich hab den Bock immer neu. Aua. Das Spiel und Achtung! Wurde schüttelt. Leute, ich verlasse euch erst. Harry Kane, bin bei dir auf dem Weg. Wo seid ihr? Jo, ciao. Tschüss, ne? Ah, ich 6, 6, 6, ganz nah. Der ist die ganze Zeit bei uns ganz nah. Bitte mal wegschießen. Ja, nee, ich hab keine. Er hat abgedreht. Wo seid denn ihr? Die Motoren sind beide im Arsch. Ich war gerade noch bei euch. Bei dem kleinen Berg. Wir müssen runter, Hilo. Victor. Oh, scheiße, was war Hart das? Landung. Ja, guck mal, wer da alles auf uns geschossen hat, ey. Ach du Kacke, ey, wir hatten da einen nach dem anderen dran. Und tot. Ja, ja. Ganz lieb. Warst du mal kurzzeitig weg, Hilo? Bitte? War hinter uns. Warst du mal kurzzeitig weg? Nee, ich war nicht weg, aber der Fahrtwind, hat ja auch zerlegt, wenn ich hinten das Gunnerfenster auf hab zum Schießen, der ist so laut, ich höre nichts mehr. Da war vorne eine Spitfire so leicht hinter uns, neben uns. Die hat eine andere 110 angegriffen, ich hab mich gefragt, warum schießt du nicht? Ja, es ging nicht, weil du hast auch einen begrenzten Ausschlag hinten, du kannst nicht so weit links oder rechts. Ich sehe ja eine 109 oder was? Vor allen Dingen sind du konntest nicht mehr schießen, weil du gut warst, glaube ich. Ja, aber das Problem ist, der Fahrtwind ist extrem laut, wenn du scheiße, dieses Fenster aufmacht. Ich bin, glaube ich, in 3 Spits jetzt reingeflogen. Ich höre nicht mal meine eigenen MG-Schüsse. Ja, das war nichts mit dem Luftkampf. Die haben uns jetzt alle abgeschossen, ohne dass wir da irgendwas hätten ausrichten können.
Wir waren einfach viel zu großes Gebiet verstreut. Ja. Ah, ich habe noch eine Spit von mir, den hol ich mir noch, den Drecksack. Ja, die sind uns aber ziemlich oft auch von vorn angegangen, hatte ich den Eindruck. Ja, die haben gewartet. Ganz eindeutig. Sind alle von hier gekommen. Ja, ich sehe noch zwei Spits mindestens flach rumkurven um unsere Absturzstelle. Oh, eine musste runter in das Bit. Wo waren wir jetzt eben? Eschfort. Schade, wie haben wir denn jetzt draufgeschmissen? Nur 310 oder kam dahinter noch ein paar? Also Balthasar hat komplett abgeworfen. Ja, dann denke ich auch. Okay. Ich auch. War zu platt. Versuchen wir was zu reißen, mal gucken, wo ich bin. War leider auch quer angeflogen. Längst wie du auf deiner 3 Uhr. 4 Uhr, da ist was. Ja, jetzt fängt der Motor an zu schütteln. Ich jauch mich noch aufs Ziel, wie es gehört. Also ich muss ehrlich sagen, ich werde nichts gegen nochmal so eine Mission. Das, was ganz schlimm ist, Balthasar. Ja. Sinkflug. Wenn ich hab jetzt Speedy hinter mir. Jawohl. Kannst du schießen? Ja. War frei. Motor ist eh tot. Hau raus. Balthasar, lass mal ganz kurz einen anderen Channel. Ja. Was soll ich machen? Frequenz, überall Frequenz 5. Jetzt mussten abschießen, ich kann nicht mehr. Ja, so hoch kann ich nicht zielen. Geht leider nicht. Jetzt liegt's an dir. Ja, ein bisschen. Jetzt Freiheit, jetzt. Über dieser, aber nicht über dieser. Ich sehe euch da hinten in der Entfernung. Freiheit, nicht verkacken jetzt, deine Chance. Ja, ihr habt da zwei nicht. Feinde dran, glaube ich. Oder? Wir haben alles gegeben. Ja. Aber warte, der kommt bestimmt nochmal zurück. Ja, den hast du noch einen Koffer voll. Das MG wird ausgebaut und gehst in den infanteristischen Nacken. Ja, genau. Und dann am Schluss mit dem Messer. Ich baue vorne schnell die 20er aus. Das Dumme ist nur, ich guck genau in die Sonne rein. Aber ich hab ihn gehabt, also ich weiß nicht, ein bisschen muss er wohl abgekriegt haben, aber nichts passiert. Boah, da kam auch hier, fliegen zwei weitere auf 1000 Meter drüber. Oh. Die waren wirklich. Bist du noch drin im Flugzeug wieder? Ja, ja, ich bin noch drin. Irgendwas schießt auf uns, ne? Also irgendwie so Flak oder so. Flak ist das, ja. Ich teile sie mit euch. Da ist er wieder. Schießen ab. Weg da. Weg damit. Ja, er nimmt Position ein. Der kommt zurück. Ja, ja, ich guck zu. Position im Fadenkreuz. Etwas weiter nach links, bitte. Na, wo ist er denn? Wer ist noch in der Luft? Er dreht weg. Wollen wir noch mal starten? Ich zerschieße mal diese Telegrafenleitung, können Sie uns nicht mal finden? Okay. Maschine in Brand gesetzt? Ja, okay. Dann können wir auch aussteigen. Alles klar. Wir greifen jetzt da hinten die Flakstation an. Hörst du schießen? Der Anflug war geil. Nimm deine MP40 mit, die machen wir kalt. Tankgranaten frei. Du gehst gleich nochmal, Dui, was wäre der beste Anflug los? Ich würde sagen, wir machen das nur nochmal, wenn wir doch ein paar Jäger mehr haben. Sky und Karai haben uns zwar gut hier den Rücken frei gehalten, aber das ist halt das Problem, wenn man dann brauchen flach reingeht. Nee, lass die Granaten weg, dann nehmen wir mehr Jagdschutz. Tut das so nix. Keiner ich wollte nochmal. Freitag 12. Ja, und? Freitag, wie viel? Führt aber bitte jemand anders und lässt mich jetzt schön hier wieder mich einreihen. Nee. Ist Wochenende, ich bin dabei. Pylon ist diesmal dabei wieder, sehr gut. Wieder am Platz. Ja, Pylon fährt den Haufen. Ich brauche aber mal ein paar Minuten hier für eine Fluppe noch. Jo, ein paar Minuten wird es bei uns auch noch dauern. Mach uns den Fühl leer. Ich flieg diesmal als Gerner. Pylon, darf ich bei dir gerne rum? Kanon. Ich muss Patrouille über dem Feld. Mach mir auch Eskorte. Hat's so gut. Mach mir, wenn du gespawnt bist, Pylon. Karaya, du auch Eskorte? Oh, für mich ist dann Zeit auf 10. Vier Runde noch, lass uns nicht allein. Wir brauchen mindestens. Rekorde brauchen wir noch. Fliegen wir nochmal 110er Einsatz? Ja. Ah, sehr schön. Sehr schön. Gucken, wo du bist, Pylon. Haben wir jetzt wenigstens irgendwas zerstört bei der Aktion? Nee. Ja. Also brennt dort genug. Also da waren riesige Rauchwolken da. Habt ihr was gesehen? Ja, ich habe leider noch gar nicht nach hinten geschaut. Lacker, ich stehe. Was war da eigentlich das Ziel?
Viele Fahrzeuge, Öltanks und so weiter. Ah, okay. Ist aber besser, wenn man da von Ost nach West kommt. Wir sind leider genau quer und dann noch über die Häuser. Ich glaube, da sind wahrscheinlich auch ein, zwei Bomben daneben gegangen. So, ich bin mit der Hinten drin. Jo, Victor. Es wurde so circa ein Viertel zerstört. Bitte? Bitte? So circa ein Viertel vom Ziel wurde zerstört. Oh ne, so wenig dran. Ah, ja. Ich versuche dich zu finden, Pylon, aber ich sehe dich nicht. Ja, Windsack. Ja, das weiß ich aber. Na, Hilo, willst du mal fliegen? Wie geht denn das hier mit den Reinspawnen? Ich hab dich schon mal vergessen. Du musst in eine Maschine erst selber rein. Dann Escape und dann in der Liste einfach doppelklicken auf die Pylon und seinen Fortschrittsplatz. Sprit wahrscheinlich wieder 50% Pylon, oder? Victor. Ja. Wo geht's los? Selber wie der Kalimark. Geil an Rakete. Jetzt hab ich dich und jetzt? Fliegen? Nee. Sammeln wir uns wieder am Windsack, ja, ne? War doch schön aus vorhin. War das knapp, oder? Da kam da noch einer rein, gell? Aber der hat irgendwie keinen Schaden angerichtet. Mann, die 110 hat aber auch so einen blöden Bug, wenn man auf dem Bauch landet. Ja, ich hab einen Gunner-Bug. Scheiße. Dann dreht die sich die ganze Zeit, bis er explodiert. Wie lohnt sich neu starten? Kannst du nochmal eine neue Maschine nehmen? Du musst nochmal neu starten, wie du. So, okay. Ich muss nochmal raus und dann nochmal rein einfach. Also wirklich am besten komplett raus aus dem Spiel. Kalimark? Oder von wo starten wir? Jo. Kran, ich hock bei dir hinten drinne. Wie? Kran ist nicht mehr mein Gunner? Ich wollte wieder Gunner. Ich bin mal gespawnt, damit ich eingehe. Achso, ich hab mich reingehockt, okay. Pylon, Balthasar, roll dran. Du warst fliegen jetzt Kran übrigens, also ich glaube, als du nicht mehr schießen konntest, war das nicht wegen der Munition, sondern er hat es den Fortschützen zerlegt. Ach, da war ich wirklich tot. Ja, ja. Als ich nach hinten geschaut habe, saßt du so zusammengesackt in deinem Fortschützenplatz. Du sah Frau halt Uhr aus, aber da hat ein das Holz. Das stimmt. Ist ja auch egal, auf welchen Platz ich die Maschine will. Ne, du solltest in der Nähe sein, also am besten nimmst du auf Kalimark, dann kann nichts passieren. Wie war das mit der 50% Sprit? Victor, 500 Kilo Bomben. Ja, bewundernswert, dass da keiner ins Wasser geplumpst ist oder in irgendein Haus gekracht ist. Darf ich mir den H2O mal ausleihen? Da fliegt der gerade. Ne, ich bin auf dem Rollfeld und Warte, Kollege. Pylon, kannst du noch 20, 30 Meter vorrollen? Das wird sonst sehr eng hier hinten. Braucht ihr noch Begleitschutz? Okay, Pylon, ich sitze hinten. Ja, gern, Guter. Stein, Flitz, Karaya, glaube ich. Lauf die Bomben im Notfall ab. Oh, Horrido, Kran. Ja, es kommen noch ein paar Abschüsse hinterher. Yeah. Ja. Yeah. Eine Spit habe ich auf jeden Fall erwischt und der andere habe ich bestimmt angeschossen, schön. Ja, das war die, die hinter uns klebte und uns abgeschossen hat, oder eine solche Kaps. Nun? 310er, wer kommt noch? Okay. Ich glaube, es kommen noch ein paar, du kannst gerne noch ein paar Meter vorrollen, wenn du willst. Das Feuern des Geschützes hinten war aber eine andere da, ne? Das stand irgendwo anders drin, bei Flugzeug irgendwo, oder? Bei allgemein. Allgemein. Gewählte Waffe abfeuern. Oh, danke. Kann man das Geschütz dann auf die Maus stellen? Die hintere linke Maschine hier von der 110er, die könnte vorrollen. Balthasar. Alles klar. So, dann machst du mal ein schönes Video, das sieht nämlich geil aus, als ein Heckschützen. Der Motor von der 109er, der hängt immer noch hier in der Luft. So, wir hatten noch nie 5 Geschwaderflüge. Und immer noch gute Beteiligung, sehr schön. Ja, Freitag. Achso, das genau. Könnte der Vorteil sein. Ja, genau. Deshalb wollte ich das am Freitag haben. Okay, da kommt noch eine 210er, glaube ich, von uns noch angeholt. Dass wir nochmal auf Ashford gehen. Ah, Karaya auch noch. Snapper habe ich. Korridor. Snapper, ja, jetzt Korridor.
War der auch da oder ist es ein anderer gewesen? Also nein, der war, da war ich einiges hinter euch noch bei English Point in der Nähe. Oh, eine Explosion. Oh, es wird so laut auf einmal. Ui. So, wieder da. Sehr nix. Hatte uns einer gespottet? Das war doch wirklich kein Zufall, oder? Dass sie da alle vielleicht die Blenny, vielleicht hat die Blenny, die hier abgestürzt wurde, als wir gestartet und uns gesammelt haben, vielleicht hat die das durchgegeben. Ah, aber weil die auch wussten, dass wir tief reinkommen. Ich meine, die waren doch alle auf 500 bis 1000 Meter maximal. Vielleicht hat Ahnung weiter Sprit. Also wo ist unser Ziel jetzt? 50% Sprit. Ashford nochmal? Ja klar, oder das müssen wir schon vernichten. Ja, mit dem Radar, ich glaube nicht, dass du das unterfliegen kannst hier irgendwie. Nö, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur eine schöne Formation tief über dem Wasser haben. Ja, weil Dewey sich gewundert hat, dass die alle kamen. Ich denke, die haben es über Radar ganz klar gesagt bekommen. Ja, bestimmt. Und die können ja über Tab und bla bla, können die sich ja immer andauernd aktuellen Standort geben lassen. Sehe ich nur noch eine rollende 109? Ist von uns noch eine 110 im Anmarsch? Wir sind hier nur... Ja, ich komme jetzt. Starte gerade die Methoden. Starte gerade die Motoren. Ja, wir sind am nordöstlichen Ende wieder des Platzes beim Windsack. Dakar, alles eingestellt? Sollen wir um Eskorte bitten? Ja, passt, aber ich muss mal eben eine halbe Minute AFK. Ja, mach das mal. Jojo. Dann immer noch an die 20, Mann. Ja, kannst du das sagen. Oh, da ist Kran schon dabei. Wir sind 6 Maschinen, ich will, dass wir in ja, das steht nicht lange in dem Chat. Dass wir auch mal Informationen... Was sind denn ganz anderen Leuten hier in Dresden? Ein paar, glaube ich, haben wir jetzt. Hier, Mann, sind noch weiter unten. Naja, jetzt haben wir hier wieder 6 Maschinen. Wenn da jetzt fast jeder wieder in den Gunner sitzt, dann ist es doch wieder relativ ordentlich. Mal eine ganz andere Frage. Wer ist eigentlich Schwede 91? Das sind zwei neue. Schwede und, Otti? Achso, ja, der Otti ist mittlerweile schon weg. Otti, glaube ich, das ist mit H. Ah, okay, ja, ich kann die noch nicht. Oder Schwede ein Nord hätte durchgegeben, wie es jetzt gerade aussah. Du bist extrem leise, Pylon. Ja, die, ja. Kann ich bestätigen. Man versteht dich fast gar nicht. Dann mach die Kanzel zu! Kurze Information für alle BOS-Freunde. Im neuen Update haben sie das Focke-Wulf-Cockpit überarbeitet. Oh. Hab ich auch gerade gesehen, ja. Was, BOS oder DCS? Nee, BOS. Das Cockpit jetzt, oder was hast du gesagt? Ja, das Cockpit. Ah. Jetzt sieht es vernünftig und realistisch aus. Aber das wollten wir doch gar nicht mehr. Überarbeit meine ich. Wie, wer fliegt außer dem 190? Ich glaube, B-Wolf kommt mit seiner 110 jetzt auch ran, gell? Korrekt. Mit seinem Dilettanten gar nach hinten vorne. Was? Halt dir den Arsch lieber frei, das ist sicherer. Wer ist denn hinter mir drin? Links da. Alles klar. Es gibt nur einen guten Gunner. Nenn seinen Namen. Ich möchte ihn haben. Das bist du, oder? Das bist doch du. Oh Gott. Frag Lebaro. Klar, der Mann, der mit der Flak alles abschiebt. Wei, seid ihr verrückt. Ich glaube, wir sind soweit, oder? Also Jungs, wenn, dann fliegt er doch bitte Informationen im Tiefflug hier rüber, ja? Aber nicht einzeln. Wir haben uns gekreuzt gerade, hast du nicht gesehen? Das war Formation. Nee, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, wir sind schön aneinander knapp gekreuzt, 90 Grad Winkel. Ja, du, ich glaube, wir sind alle da. Pylon hat, glaube ich, Probleme noch. Der führt ja die 110er an. Pylon, langsam. Du, ihre Rakete rechts. Okay, oh, geht schon los. So, ich sitze bei dir drin. Balthasar, Rakete links. Feuer, Rakete links. Pylon, hast du die Klappen komplett ausgefahren? Aber irgendwie rollst du nicht. Negativ. Okay. Jetzt geht's los. Flak am Platz. Flak am Platz. Bin drin. Wo? Hallo, ich bin kein Flak. Uhr, Victor, da kommt was rein. Spitfire dreht hinter uns ein. Hinter den hintersten.
geradeaus weiter. Das Solo. Das ja, verfehlt. Spit geht nach Osten oh, weg. Fuck. Pylon, bitte nicht hinten ran anlegen. Kommt wieder runter. Achtung, kommt in unsere Richtung. Weiter Saat im Sand gesetzt. Ich häng mich auf deine Lisa. Achtung, 110er kriegen jetzt 6. Welche? Die dritte, vierte hinten. Ah, ich bin schon verwundet. Treffer, Leitwerk. Wer hat mich schon geschossen? Sieht hoch. Hurricane, so ein Scheißfight. Hängt okay, wir sind dran, momentan geht frei. Weiter. Oh, zweiter. Okay, das ist ganz normal. Deine zu uns. Die Führung zu der 10er ja, muss bitte nochmal rein. 200, wir werden 225. Wenn ihr eine Runde dreht, kommen wir nochmal ran. Ich bin hinten drin. Feinde. Victor. Geht ich jetzt hab auf 6. Die linke 100. Jäger, ist noch jemand da? Ja, ich hänge ja hinten dran. Warte, wechselt das Ziel auf dich? Ah, ne. Ist weg. Also, ich nehme den Schlüssel 5. Also, ich hab meine Maschine ist hier über. Die Munis aber schnell alle. Ja, die ist weg. Hat noch jemand Kontakt? Ist noch Flak um uns rum. Wolken sehe ich noch, aber keine Feindjäger. Ja, Victor, auf Halle fast 10 Richtung des Platzes. Alter, das ist eine Rakete. B-Wolf-Rakete. Das ist unser Ziel. Jetzt erstmal sammeln. Mit irgendwem kommen wir irgendwo vorbei. Du bist extrem leise, Pylon. Müssen wir uns sammeln? Aufstehen. Wir haben ja einen Verlust mindestens, gell? Ja, Freier. Ja, ich bin ausgefallen. Alter, ich bin Freier. Nee, durch die Hurricane. Ich starte jetzt gerade neu, B-Wolf. Wir haben einen höheren Kontakt auf unserer 11 Uhr bei den Führungsbombern. Wo sind die denn? 12 Uhr jetzt. Du, welchen nicht Kurs seid ihr jetzt wieder, abgeflogen? Ey, das gibt's doch nicht. Kurs West. West, ja. Kurs West. Victor.